Ja, genau. Ja, es sind so manchmal so ein paar so Randinformationen, die dann in der E-Mail drin sind, aber das ist jetzt nichts, was man wesentlich bräuchte oder so, oder manchmal noch ein bisschen zusammengefasst oder vor allen Dingen die nicht beim Live-Training dabei sind, dass die nochmal so die Inhalte so übermittelt bekommen. Okay, verstehe, ja. Ja, oder jetzt wie gestern, wo ich dann, also ich habe dann in der E-Mail heute Morgen berichtet, da kommt die Bettina dazu, dass ich auf der Geburtstagfeier von der Susanne war, die 90, ja 90 wurde. Und hallo Bettina, grüße dich. Und dass dann ich aber kurz bevor wir aufbrachen, habe ich die Information bekommen, dass ein sehr guter Freund von mir, der schon seit 7 Jahren mit einem Krebs kämpft, dass er in der Freitagnacht verstorben ist. Und dann sind wir direkt von der Geburtstagsfeier dann zu dem In Memoriam zu der Familie von meinem Freund gefahren. Und das war dann wirklich auch so ein Kontrast. So, also er war vielleicht gerade mal so halb so alt wie Susanne, 47, also klein bisschen älter. Und die Susanne hüpfte den ganzen Tag und flatterte da wie so ein Vögelchen durch den Garten. Und der Christian, der hat eben da 7 Jahre lang wirklich, aber auch, also beide hat so diese Akzeptanz ausgezeichnet und hat beide so ja auf eine Art miteinander verbunden, obwohl sie sich natürlich nicht kannten. Und das war so gestern der Tag für mich. Und das hatte ich eben in der E-Mail auch nochmal berichtet, also sowas. Ja, mein Beileid, dass dein Freund verstorben ist. Ja. Das Video mit Susanne habe ich mir angesehen. Das ist ja unglaublich toll. Ja. Ja, wirklich. Also wie sie das schafft, also es ist auch zu berühren mit ihrer Geschichte. Und ich kannte ihre Geschichte schon, aber sie hat mich auch da nochmal so weggerissen. Und auch ihre Präsenz ist unglaublich stark und ihre Authentizität ist unheimlich stark. Also gefiel mir auch sehr, sehr gut. So, jetzt sehe ich hier. Diana versucht noch, ich hoffe, dass es klappt mit der Audioverbindung. Dass es manchmal, wenn es nicht klappt, mit der Audioverbindung nochmal rausgehen und wieder rein. Manchmal hängt es daran. Da ist Zoom etwas immer ein bisschen eigen. Und dann habe ich glaube, ich habe gar keinen Einfluss darauf, wer denn wirklich sich, also in welcher Reihenfolge die Teilnehmer aufgelistet werden. Ich wüsste nicht, also welche Anordnung ist, wer vorne und wer hinten ist. Da wurde ich auch gefragt, ob es da Möglichkeiten gibt, das anzuordnen. Ich meine, du kannst Leute anheften. Und wenn du die Person anheftest, nimmt es Ja. immer genau die, also sieht man immer die Person in der Aufnahme. Ja, also das kenne ich so von also entweder Sprecheransicht oder Galerieansicht, dann ist das so. Aber wie sich dann die drunter alle formieren, das habe ich noch. Geht auch nicht nach dem Buchstaben. Also jetzt passt's. Ne, aber du, Iris, ja, du müsstest jetzt eigentlich nicht als Erste sein. Also das ist, da kommt sie noch mal. So, ich hoffe, dass das jetzt klappt mit der Verbindung zum Audio. Ich denke, vielleicht hat es was damit zu tun, weil ich die Kamera an habe oder weil ich schon gesprochen habe. Vielleicht deswegen die Ersten, die sprechen oder so. Aber und hier ist Diagnostics. Ja, Ich Iris. mache meine Kamera übrigens auch aus, weil ich muss noch essen. Also jetzt nicht gleich, aber wenn Ja, mit dem Essen ja. kommt, dann. Genau, dann kannst du es ausmachen, selbstverständlich. Aber solange die Kamera noch da ist, dann würde ich jetzt mal gleich mit dir anfangen,
Wie geht's dir und wie geht's dir mit dem? Ach so, das heißt, dann hast du, ja gut, dann bekommst du die Videos immer nur halt in Facebook und auch die ganzen Aufzeichnungen. Okay. Wie geht's dir in der zweiten Reisewoche? Ja, gut. Mich hat also vor allem auch dieses Thema Akzeptanz, also das begleitet mich diese Woche tatsächlich sehr, weil ich momentan, ich sag mal, in einer etwas verzwickten Situation bin. Es hat was damit zu tun, dass ich einen Kundenauftrag mache und mir noch eine andere Person mit ins Boot geholt hat. Die Person ist eigentlich ein sehr guter Freund von mir. Und die Person kann nicht wirklich liefern. Und das bringt mich jetzt gerade in keine besonders gute Situation. Und ich muss sie jetzt auch erstmal akzeptieren, so wie sie ist. Und dann halt einfach, also zum Glück ist der Kunde sehr gelassen, aber ich muss halt einfach dafür sorgen, da Lösungen zu finden. Und das geht halt nur, wenn man diese Situation erstmal akzeptiert. Ja, ist halt nicht einfach. Ja, besonders wenn man in der Abhängigkeit ist, ne? So, wenn Wenn man man sich. eigentlich selber ohnmächtig, gewissermaßen. Oder was heißt, also, das ist ja dann die Frage, ne? Irgendwann muss man dann sagen, okay, wenn die Person nicht liefern kann, wie lange sehe ich mir das an? Und wann muss ich Alternativen bauen? Und ja. Genau, und das ist halt ein bisschen schwer, weil es natürlich auch Verträge gibt. Die Verträge wurden natürlich von der Person nicht eingehalten und auch gebrochen. Und ja, es ist ein bisschen schwer. Da gibt es, also es ist sehr, sehr verzwickt. Mal sehen, wie sich das genau lösen lässt. Wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Aber daraus, also tatsächlich muss ich sagen, geht bei sowas halt dann leider auch eine Freundschaft kaputt. Das ist das Bittere dabei, ne? Das ist wirklich das Bittere dabei. Das ist ja. Wenn außer derjenige steht dazu und sagt einfach, du, ich kann's nicht. Also es ist eher mehr so was, dass es ständig aufgeschoben wird und immer wieder aufgeschoben, aufgeschoben, Woche für Woche. Und also es ist schon längst nicht mehr im Rahmen. Also zum Glück sieht der Kunde das so gelassen und zum Glück wurde da auch ausreichend Puffer eingebaut. Ha, zum Glück, also weil ich das so geplant habe. Aber also es wird kein anderer Weg. Es wird keinen anderen Weg geben, als da einzuschreiten. Also eigentlich, also die rote Karte habe ich schon gesetzt. Ja, das ist, es kam gerade Gunther dazu und das ist irgendwie sowas, was ich von dir aus deinen, wenn du erzählst, und zwar hat Iris erzählt, dass sie einen Kunden hat, den sie, wo sie nicht liefern kann und sie hat einen guten Freund dazu geholt, der was liefern sollte, für einen Auftrag. Habe ich das richtig wiedergegeben? Also ich habe alles geliefert, nur der gute Freund, also den ich auch in dieses Projekt reingeholt habe, der liefert nicht. Und das bringt mich jetzt halt in die Situation, dass ich zum einen die Kommunikation mit dem Kunde führen muss, der zum Glück die ganze Situation so akzeptiert, wie sie ist und da auch sehr, sehr gelassen ist. Aber halt auf der anderen Seite auch die Tatsache, dass ich mich mit dem Freund sehr stark auseinandersetzen muss. Und zwar auch so stark, dass ich ihn jetzt sehr wahrscheinlich aus dem Projekt rausnehmen muss. Genau, und das kennst du ja, Gunther, auch, ne? Wenn du, wenn es da Lieferschwierigkeiten gibt und du quasi immer mit dem Kopf da dann für die Verantwortung zumindest kommunizieren musst.
Ja, zunächst mal schönen guten Abend euch allen. Und ja, ich erlebe das, ich denke mal, jede Woche eine gewisse Form von Abhängigkeit von Lieferanten, von Aufbauherstellern, vom eigenen Hersteller. Und das ist immer schwierig, wenn man das Beste versucht, für den Kunden rauszuholen und ist dann letztendlich gar nicht in der Lage, seine Leistungen richtig abzurufen, weil es eben zweite und dritte letztendlich gibt, von denen man abhängig ist, ist immer sehr schwierig. Aber ich denke mal, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Du hast auf jeden Fall ein ganz großes Plus, wenn du deinen Kunden dennoch auf deiner Seite hast und ihn vielleicht einmal zunächst ein kleines bisschen beruhigen kannst, in der Hoffnung, dass sich die Situation relativ zeitnah dann wieder auflöst. Aber das ist das Beste, was du zunächst machen kannst, weil wenn du nicht liefern kannst, dann bist du ja ein Stück weit eigentlich, ja, wie soll ich jetzt gleich sagen, machtlos. Richtig, also wir sind tatsächlich noch im Zeitplan, also das heißt, der Zug, der ist noch nicht ganz abgefahren, es ist nur der Zeitplan von, also es handelt sich jetzt hierbei, also es ist ein umfangreiches Projekt und es handelt sich jetzt hierbei um die Entwicklung einer Webseite, aber nicht einfach nur mit WordPress, also das könnte ich auch selbst, sondern tatsächlich, ja, also da muss tatsächlich Code geschrieben werden. Und ja, das wird jetzt jemand anderes einfach übernehmen müssen, sehr wahrscheinlich, weil also er wird auch in den nächsten Wochen nicht liefern können. Zumindest ist es mein Bauchgefühl. Das finde ich sehr wichtig. Also an der Stelle da sehr schnell zu reagieren, wenn das Bauchgefühl eindeutig ist, auch wenn sozusagen die Freundschaftsbeziehung, das Herz, oder sagen wir mal so, das Glauben wollen, ne? Dieses jemanden an jemanden glauben wollen, wenn das bleibt, wobei das in dem Moment, ich finde, das kann man sehr gut offen kommunizieren, weil zu sagen, okay, du konntest nicht liefern, ich glaube, das müssen wir einfach jetzt so zur Kenntnis nehmen und du hast immer noch eine Chance, dich zu beweisen, indem du jetzt auch hier dazu stehst. Und aber da auf jeden Fall, ich kenne das sozusagen noch selber, ich war da sehr lange immer dazu verleitet, dann noch an den anderen zu glauben zu wollen unbedingt. Und das ist so eine verhängnisvolle Schleife, wenn man so persönlich verbandelt ist. Das ist das eine. Es gibt da aber tatsächlich auch noch eine rechtliche Seite, weil ich bin da jetzt mittlerweile besser informiert. Und die rechtliche Seite ist halt auch noch die, dass wenn ich das jetzt von jemand anderem machen lasse und die Person teurer ist, muss dieser Freund von mir als Entschädigung das zahlen. Und das ist halt auch noch so eine Situation, die ziemlich doof ist. Ja, aber das ist letztendlich der Unterschied von Freundesdienstleistung und Business, ne? Mhm. Und es ist halt, das eine ist professionell und das andere ist, wenn ich einen Umzug habe und ich frage Leute, ob sie kommen und sie sagen, nee, sie kommen nicht oder sie sagen, sie kommen spät und kommen nicht, das ist dann so die Freundesliga, aber im Business ist das halt ganz klar, ne? Das ist dann auch, man muss dann dafür auch mit dem Kopf gerade stehen und Solo-Selbstständige hat man einfach diese Verpflichtung. Richtig, so ist es. Und ja, es tut mir halt tatsächlich, also mir tut die ganze Situation verdammt weh. Und das zu akzeptieren, diese Schritte gehen zu müssen und auch zu wissen, okay, da wird viel kaputt gehen diesbezüglich, also deswegen. Das ist halt, also tatsächlich nicht leicht. Das ist halt etwas, wo ich momentan tatsächlich in dem Thema Akzeptanz bin. Was passiert denn, wenn du diese Situation akzeptierst, annimmst, aber mit dem Blickwinkel des Anfängergeistes? Also akzeptieren ganz klar, jetzt nicht naiv blauäugig sozusagen, sondern zu sagen, aha, wenn ich diese Situation offen, neugierig betrachte,
Was an Erkenntnis gewinne ich da? Also, ich habe tatsächlich schon viel versucht. Also die Gespräche, die fanden diese Woche statt, also mit dem Entwickler. Und also, ihr müsst euch vorstellen, so Entwickler, die sind jetzt auch nicht unbedingt die redegewandtesten oder so. Oder diejenigen, mit denen man jetzt, also wo man tief reden kann und halt versuchen kann, irgendwie einen Konsens zu finden. Das ist ein bisschen schwerer. Also das ist das, was mir momentan Kopfzerbrechen bereitet. Ich lerne momentan tatsächlich viel dazu und da ist wahrscheinlich der Anfängergeist drin. Ja. Also ich kann das, also ich kann dich total, das ist total nachvollziehen. Also gerade bei unserem Musikportal, das war natürlich ständig diese Zerreißprobe zwischen den Entwicklern, weil es wurde immer on the fly weiterentwickelt, neu entwickelt, wieder etwas implementiert, wieder gemacht, dann gab es wieder einen Bug und so weiter, der konnte dann nicht sofort gelöst werden. Ich war ja dann auch im Qualitätsmanagement, ich habe es dann gegenüber den Endkunden, also sowohl zwischen den B2B-Kunden wie den Endkunden kommuniziert, wenn was nicht funktionierte. Und natürlich intern natürlich, wenn die Entwickler dann wirklich noch nicht so weit kamen, dann war immer ich sozusagen der Prellbock zwischen denen, der dann nochmal so versucht hat, Verständnis für den Entwickler irgendwie einzuräumen, weil auch natürlich ist Softwareentwicklung auch was, das kann man nicht hundertprozentig fixieren. Also ein guter Entwickler weiß, ich brauche so und so lange, aber trotzdem, es gibt auch immer wieder etwas so, ne, so, du sagst ja, du bist gut im Zeitplan, weil du das gut so vorprogrammiert hast. Ja. Entwickler sagen ja gerne, ach, das ist morgen fertig und dann hat man es in 2 Wochen noch nicht. Das ist dann so, die überschätzen sich auch total. Oder verlieren sich vielleicht auch in ihren Codesphären, ich weiß es, ja, so sind, wie du sagst, es sind ja wirklich sehr eigene Denker. Jetzt hoffen wir, dass wir hier niemanden auf den Schlips treten, aber als ich selber Programmieren gelernt habe, es ist ja gar nicht meine Welt, aber ich habe es gelernt, also in Minimalbasis, es war schon, als ich das erste Mal anfing, im JavaScript-Code zu träumen, da wurde es mir auch anders. Also das war schon... Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich weiß auch ganz genau, von was du sprichst, weil JavaScript und so, das habe ich mir auch, ich sag mal, angetan. nur finde ich halt einfach, dass da dann halt auch eine gute Kommunikation dazu gehört. Und die ist seitens des Entwicklers tatsächlich leider auf der Strecke geblieben. Also wir arbeiten da tatsächlich auch, dass ich den Projektverlauf sehe mit einem Trello-Board und ich sehe ja, wann da was passiert. Und das ist halt auch, ich sag mal, etwas dürftig. Mhm. Ja. Und jedes Mal halt, also die Kommunikation findet eigentlich nur von meiner Seite aus statt. Mhm. Jetzt bist du ja sozusagen, es ist ja nicht nur ein Freund, sondern bist ja jetzt auch quasi eine Auftraggeberin, eine Vorgesetzte, also eine Chefin, ne? Also du musst auch in einer anderen Rolle auf einmal eine andere Haltung beziehen, als wie das in der Freundschaft üblich ist. Richtig, und da geht es dann halt auch darum, Dinge einzufordern. Und ja, also ich meine, ich hab ihm tatsächlich so viel Spielraum gelassen, wie es ging. Aber also, wenn ich das Projekt halt einfach erfolgreich umsetzen will, und das will ich halt einfach, also ich meine, das ist meine Verantwortung, muss ich da einfach die Notbremse ziehen. Mhm, klar. Carla, du bist jetzt auch gerade zugekommen und du, das ist ja auch dein täglich Brot, ne? Das, und du stehst ja da auch immer zwischen den Stühlen, das ist von der Umsetzung her und so weiter. Was magst du vielleicht da dazu geben? Ich weiß nicht, ob du den ganzen Anfang mitbekommen hast, dass Iris eben ein großes Projekt angenommen hat und ein Softwareentwickler, der auch noch, mit dem sie befreundet ist, eben jetzt nicht liefert.
Und also die zwischenmenschliche Ebene kommt dann auch so dazwischen. Es würde mich da deine Stimme interessieren. Nee, ich höre dich noch nicht. Jetzt? Ja. Jetzt funktioniert es, könnt ihr mich hören? Ja. Ja, okay, super. Ja, also ich bin ja auch oft eher in der Position, wo ich in den Projekten, also große Hotelprojekte, wo ich dann auch von anderen Parteien abhängig bin, in den Vorleistungen. Und wenn die eben nicht erbracht sind, dann platzt eigentlich auch mein gesamter Terminplan erstmal. Und auch alle Gewerke, die dann da dranhängen, also meistens angefangen vom Schreiner, verlagert, muss ich dann alles nach hinten verlagern. Und die Rolle ist nie schön, einmal dann auf der einen Seite Druck auszuüben, um die Parteien dazu zu bekommen, dass sie ihre Leistungen erbringen in der Zeit, die vereinbart ist. Und gleichzeitig dann aber auch, wenn es eben nicht funktioniert, noch rechtzeitig die Notbremse zu ziehen und die anderen Parteien zu informieren, dass es eben Verzögerungen gibt und dann irgendwie auch damit umzugehen. Meistens ist es so, dass ich eben nicht die Möglichkeit habe, noch eine andere Partei mit ins Boot zu holen und zu sagen, so, die Malerarbeiten funktionieren mit der Firma nicht, wir holen uns jetzt einen anderen Maler, weil das ist ja meistens über Dritte dann wieder vergeben. Aber ich kenne die Situation sehr gut, in der Luft zu hängen und nicht zu wissen, wie man jetzt das Kind schaukeln soll oder wie man jetzt irgendwie das Projekt in trockene Tücher bekommt. Ich versuche meistens dann ein möglichst ehrliches Gespräch zu suchen und da auch nochmal drauf zu pochen, dass es uns ja alle um die Sache geht und wir alle ja ein gutes Projekt abliefern möchten. Und da auch nochmal drauf zu gehen, um dieses Subjektive des Oftmals oder das Persönliche, glaube ich, dass man ja irgendwie auch mitbringt. Gerade kann ich mir das noch vorstellen, wenn man auch eine Freundschaft oder eine persönliche Beziehung noch hat, dass da ja auch noch viel Persönliches, eine Enttäuschung einfach mit dabei ist, die da auch mitschwingt, das irgendwie dann möglichst rauszunehmen und ja, nach einer Lösung immer noch zu suchen. Aber klar, wenn du sagst, du merkst, du musst jetzt von deiner Seite aus die Notbremse ziehen, dass du das über jemanden anders eben noch gewogen bekommst, dann ja, ist das natürlich nochmal eine Eskalationsstufe weiter, sage ich jetzt mal. Ja, also ja, in der Situation war ich jetzt tatsächlich noch nie. Ich war zwar schon oft dann, dass ich schon auch als Ratgeber fungiert habe und gesagt habe, ich sehe, diese Firma funktioniert einfach nicht. Wir haben es jetzt so und so oft in verschiedenen Stockwerken versucht. Die liefern einfach nicht einen Zeitplan. Ja, wir können den entsprechende Fristen setzen. Wenn die Fristen nicht eingehalten werden, dann könnt ihr die abmahnen und könnt auch eben über jemanden Drittes dann Ersatzleistungen einfordern und dann eben entsprechend in Rechnung stellen. Aber ja, gerade bei einer persönlichen Beziehung ist es natürlich nicht der schöne Weg, den man dann vielleicht da zu gehen hat. Ja. Das ist genau der Weg, den ich jetzt leider Gottes gehen muss. Und das wird definitiv nicht einfach. Aber es ist wirklich nicht gehen. Also ich meine, ich bin das ja auch dem Kunde schuldig. Ja, genau, du bist es dem Kunden schuldig, du bist es sozusagen deiner Professionalität auch schuldig. Und jetzt würde mich mal dabei auch, also habe ich gefragt, ne, so was dein Anfängergeist, aber jetzt würde ich auch mich interessieren, was musst du von dir akzeptieren, also wer du jetzt sein musst und was musst du da von dir akzeptieren? Also zunächst einmal
musste ich eine Seite von mir akzeptieren. Und jetzt klingelt gerade mein Mann. Ich muss ihm aufmachen. Das tut mir total leid. Ja, alles gut. Weil das ist eben auch so was, was man dann immer wieder, dass man sich plötzlich in einer ganz anderen Rolle finden muss und die ist vielleicht gar nicht so, wie das Selbstbild das gerne mag, weil vielleicht ist man gern die Liebe, die von allen gemocht ist, und das zu akzeptieren. Iris, jetzt gebe ich dich gerade nochmal, bevor das Essen kalt wird. Das sage ich jetzt aber noch. Ja, also was ich da an mir akzeptieren musste, ist dieses, okay, ich muss jetzt Dinge ansprechen und es wird jetzt dadurch nicht leicht, sondern komplizierter. Und ich muss da also tatsächlich mich durchsetzen, weil, also um die ganze Situation zu retten. Und das ist halt etwas, das musste ich erstmal total akzeptieren, um diese Schritte gehen zu können. Weil es ist halt immer also so ein ungutes Gefühl. Es fühlt sich immer so komisch an. Also ich meine, letztendlich sage ich ja meinem Gegenüber dann auch, ich bin mit deiner Arbeit nicht zufrieden. Ja, ja. Und das ist natürlich dann gerade in diesem zwischenmenschlichen Bereich nochmal, trifft noch mehr, ne? Einen guten Freund zu sagen, du, ich bin mit deiner Arbeit nicht zufrieden. Also mir half da dann manchmal auch, das wirklich sehr deutlich zu betonen, sag du, als Mensch schätze ich dich sehr und als Freund, aber das hier ist was anderes, das trenne ich auch davon, und wenn ich nur die Arbeit beurteile, da sind wir schon fast in unserer nächsten Haltung, da geht es um Urteile, wenn ich nur deine Arbeit beurteile, dann sehe ich hier einfach für mich jetzt einen zwingenden Handlungsbedarf und auch und dich in der Haftung. Ist tatsächlich etwas, was ich versucht habe zu trennen. Das Problem ist natürlich auch immer, wie fasst es das Gegenüber auf? Und er hat also jetzt vor allem auch auf das, also wie ich ihn damit, also mit der Konfrontation, ja, er war damit nicht so glücklich, um ehrlich zu sein. Also ich hatte das Ganze auch schon, ich sag mal, also das Ganze war auch schon im Gespräch, wo ich gesagt habe, du, jetzt mach mal aber bitte, sonst muss ich da reagieren. Wie gesagt, also es handelt sich da jetzt nicht um ein paar Tage Verzögerung, sondern schon um Wochen. Und es ist jetzt halt einfach, der Zug ist abgefahren, und auch eben das klar zu machen, ja, war nicht leicht, und vor allem, er kann es auch nicht auseinanderhalten. Also das Spannende war, dass von ihm dann auch noch etwas kam, wie, ja, wir werden nie wieder miteinander arbeiten. Und das Spannende ist halt einfach, das kam von ihm, das kam nicht von mir. Ja, das ist auch schwierig, ne? Ja. Man erwartet dann so eine Art von Selbsterkenntnis oder Reue oder so. Richtig. Also ich habe halt gerade solche Dinge komplett außen vor gelassen, weil ich ja einfach geguckt habe, wie schaffe ich es, ihn dazu zu bewegen, da vielleicht nochmal ein bisschen Vollgas zu geben und zu machen. Deswegen habe ich von solchen Dingen erst gar nicht gesprochen. Darf ich einmal fragen, was du da für ein Gefühl dabei hast, wenn du versuchst, ihn zu überreden? Was für ein Gefühl habe ich dabei? Also ich habe tatsächlich das Gefühl, also vor allem in der ganzen Situation von Kontrollverlust und sowas von, ich kann es nicht beeinflussen. Und es bringt mich halt in so eine Rolle, auf die ich eigentlich überhaupt gar keine Lust habe. Also diese Rolle, mit ihm darüber zu sprechen. Mit dem Kunde ist es nochmal eine andere Nummer, weil da kann ich in diese Rolle schlüpfen. Ich tue alles, um daraus ein gutes Projekt zu machen. Und ich kümmere mich darum. Also das heißt, da bin ich in der Rolle, da habe ich auch, ich sag's mal wieder in meiner eigenen Hand.
Aber da bin ich auch so ein bisschen, zum einen in dieser Rolle, ich will was von dir, aber zum anderen in dieser Rolle, ich kann es nicht beeinflussen. Also es ist für mich nicht greifbar. Ich habe es nicht in der Hand. Zumindest auf den ersten Blick gesehen. Also so wie du die ganze Story erzählst, habe ich so für mich das Gefühl, dass dein Bekannter eigentlich relativ wenig Interesse hat, das Projekt überhaupt zu Ende zu bringen. Und ich habe das jetzt vielleicht nicht von Anfang an so mitbekommen, aber wenn es eine gute, eine vernünftige Alternative zu ihm gibt, mit Menschen, die das dann vielleicht erfolgsversprechender zu Ende bringen können, dann könnte ich mir vorstellen, hast du sehr schnell wieder du ein besseres Gefühl. Und ich erinnere mich immer irgendwie an die Worte meines Großvaters. Der hat früher immer gesagt, wenn du den Hund zum Jagen tragen musst, dann wird es nichts. Und irgendwie so scheint mir das hier in deiner Story auch zu sein. Wenn du ihn mehrfach ansprichst und er von Verbindlichkeit gar nichts hält und mittlerweile schon mehrere Wochen im Verzug ist, dann sagt mir meine Erfahrung, dass das tendenziell eher nichts wird, wie dass es dann irgendwann im Nachgang vielleicht noch ein gutes Ende hat. Also tatsächlich ist es so, also IT-Projekte, die sind nicht unbedingt immer so leicht. Und also ich vermute, dass, also ich kann es natürlich nicht sagen, aber ich vermute, dass er sozusagen da etwas zugesagt hat, was er selbst, also wo er selbst keine Lösung findet, um das zu realisieren. Das ist das, was ich vermute. Ich habe auch schon versucht, mit ihm darüber zu reden. Es ist aber halt tatsächlich, es ist tatsächlich keine so einfache Nummer. Also ich habe auch schon versucht, ihm zu sagen, ja, du, wenn du irgendwie nicht weiter weißt, dann red mit mir, wir finden eine Lösung. Also ich meine, es ist ja auch nicht mein erstes IT-Projekt. Das müsste er ja wenigstens eigentlich auf die Reihe kriegen, dass er dir eine Lösung anbietet. Wenn er sie selber nicht darstellen kann, dass er dann sagt, du, ich kann das, warum auch immer, ich bringe das so nicht auf die Reihe, ich kriege das nicht hin und schon gleich zweimal nicht in der vorgegebenen Zeitschiene, wo ich das machen soll, dann müsste er eigentlich verbindlich sagen, ich kann es nicht darstellen, bitte mach es mit jemand anders. Oder er müsste sagen, du, das ist kein Problem, ich kriege das hin, aber ich brauche mehr Zeit. Und dann müsste er verbindlich sagen können, wie viel Zeit er braucht. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich definitiv so. Hat halt nicht funktioniert. Und ja, also wie gesagt, es ist jetzt halt schon, also er weiß schon, also es ist eigentlich vom Prinzip her schon alles in die Wege geleitet, dass er da ausgeht. Mhm. Also was ich jetzt noch akzeptiere, und da habe ich ihm tatsächlich noch bis Anfang der Woche Zeit gegeben, ist, dass er mir da einen Vorschlag macht. Ich habe ihm gesagt, entweder einen Vorschlag für eine sehr, sehr zeitnahe Lieferung von dem Ganzen, oder er soll mir einen alternativen Entwickler vorschlagen, wo er dann auch bereit ist zu finanzieren, falls es mehr kostet. Und hast du auch sonst Entwickler, die du sehr schnell da jetzt reinsetzen kannst? Gut. Ja, also das kenne ich, also da kenne ich zum Glück auch. Ja, gut, ja. Ob die jetzt Zeit haben, ist halt nochmal eine andere Frage. Das kommt halt dazu. Ja. Also eine gewisse Neigung zu Autismus habe ich bei Programmierern auch festgestellt. Mit denen, wo wir zusammengearbeitet haben. Also diese Art zu kommunizieren und zu sagen, hör zu, ich habe da ein Problem oder ich komme da nicht weiter. Oder, ne, so, das hat oft gescheitert. Ich erinnere mich, wenn ich manchmal wehmütig werde, dass ich das nicht mehr leite, dieses Projekt, dann weiß ich wieder, oh, was ich bin nicht los. Vielleicht auch nochmal als kurzen Ausblick, so blöd die Situation jetzt auch ist. Ich glaube, wenn du da einmal für dich auch durch bist, ist das Gefühl, wieder die Kontrolle zurückgewonnen zu haben und auch wieder sozusagen handlungsfähig zu sein, also nicht mehr in diesem Kontrollverlust da so zu erleben. Ich glaube, also das war für mich auch in dem Projekt, das
letzte Projekt ging tatsächlich über 1,5 Jahre länger als geplant und war terminlich eine totale Katastrophe. Wir haben, glaube ich, oder der Bauunternehmer hat alles mitgenommen, was so ging. Das hatte ich noch in keinem anderen Projekt. Also so viele Wasserschäden. Das war wirklich Wahnsinn. Und also es hat mich viel Kraft und viel Nerven gekostet, aber es hat mich auch wirklich viel, viel weitergebracht, indem auch diese Trennung vielleicht noch mehr zu haben, auch zwischen diesem persönlichen und dem beruflichen und auch nochmal für sich besser eine Distanz oder einen Abstand zu schaffen. Ja, also ich denke, dass ich daran tatsächlich auch wachsen werde, vor allem auch an Erfahrung, weil also ich habe jetzt schon sehr, sehr viel daraus gelernt. Was würdest du beim nächsten Mal anders machen, von vornherein, beim nächsten Projekt, wo du annimmst? Also zunächst einmal tatsächlich nicht mehr mit ihm arbeiten. Also ich habe ihn tatsächlich, also ich, was ich da auch feststellen muss, ist, er ist persönlich ganz anders als jetzt im Geschäftsleben. Also ich habe ihn komplett anders eingeschätzt da. Und da bin ich tatsächlich auch enttäuscht. Was würde ich anders machen? Also ich meine, es gab schon eine sehr, sehr klare Timeline und ich habe mir die zum Glück von ihm auch unterschreiben lassen. Das würde ich immer noch so machen. Ich weiß nicht, ob ich früher die Reißleine ziehen würde. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Weil, also es ist natürlich immer ein Abwägen. Es ist auch natürlich immer eine Sache, wie sieht es denn auf Kundenseite aus? Und dadurch, dass dieser Kunde wirklich so entspannt ist, hat es mir noch etwas mehr Spielraum gegeben tatsächlich. Mhm. Wenn der jetzt weniger entspannt gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich schon früher die Reißleine ziehen müssen. Mhm. Und deswegen, ja, also es könnte in die Richtung laufen, dass man früher die Reißleine ziehen muss. Und vielleicht mit Menschen zusammenarbeiten, die auf dieser Geschäftsebene mehr Verständnis haben, die er halt einfach so gar nicht hat. Aber ich denke, das ist immer eine Sache, das kriegt man dann noch erst raus, wenn man miteinander arbeitet. Gibt es einen Punkt, wo du sagst, da habe ich was übersehen wollen. Also mir ging es immer so, wenn ich, ich habe auch ein paar große Projekte begleitet, da habe ich ganz lange an den Ausführenden geglaubt. Da hat mein Partner schon gesagt, das wird nichts mehr und ich wollte ihn einfach nicht loslassen. Ich wollte an ihn glauben und das stimmte, also er hat uns einfach nur an der Nase rumgeführt und ich war da ein schönes Bauernopfer dafür, das war auch so ein Projekt, wo ich sehr viel dabei gelernt habe, auch über mein Glauben wollen und das war mir so wichtig und man hätte das viel früher sehen können. Also ich hab diesen Menschen halt unglaublich vertraut. Ich habe da tatsächlich, und das ist der Fehler, den ich gemacht habe, ich habe da tatsächlich das Persönliche ganz stark mit dem Business vermischt. Beziehungsweise ich habe gedacht, das kann man einfach so übertragen. Und ich musste feststellen, dass das nicht der Fall ist. Das ist eine mit dem anderen anscheinend nicht unbedingt immer was zu tun. Ja. Wenn das kein Freund von dir gewesen wäre, hättest du da früher was bemerkt? Oder das ist ja vielleicht wieder die Frage der Reißleine, wenn du die gezogen hättest. Das Problem ist halt einfach, ich kenne halt auch die private Situation von diesem Freund. Hätte ich
ich hätte früher was gemerkt. Ja, ich denke schon. Also du wolltest ihm auch wirklich helfen mit dem Projekt? Also tatsächlich, ja. Tatsächlich, also wollte ich ihn mit diesem Projekt tatsächlich auch unterstützen, ja. Und ich habe an ihn geglaubt. Ich habe wirklich dran geglaubt. Ja. Da geht halt plötzlich so viel kaputt, so viel Vertrauen auch. Jetzt sehe ich hier, Bärbel, du versuchst immer wieder zum Audiosignal dazuzukommen. Bettina hat auch kein Audio. Und jetzt weiß ich nicht genau, wer sich hinter Diagnostics verbirgt, aber auch hat Schwierigkeiten reinzukommen. Also wenn ihr was dazu sagen wollt und jetzt nicht könnt, weil einfach die Verbindung das nicht hermacht, ihr könnt auch, wenn ihr das, also wenn ihr hören könnt, ihr könnt es auch was im Chat schreiben. Der ist unten in der Mitte, da seht ihr den. Dann könnten wir auch so mit euch kommunizieren. Das nur mal kurz am Rande, dass ihr da nicht so vergeblich was versucht zu kommunizieren und es geht nicht. Ja. Ja, ja, das ist schon, da ist dann von vielen Seiten die Akzeptanz wirklich gefordert. Jetzt würde ich mal noch mal weiterfragen, Thema Akzeptanz. Bleib ruhig mal bei Akzeptanz oder auch natürlich der Anfängergeist. Wo steht ihr anderen mit diesem Thema? Also bei mir war diese Woche viel von beidem. Wir haben ja letztes Wochenende angefangen, unsere Wohnung hier unten vorzubereiten. Wir sind jetzt tatsächlich auch gestern schon mit den größten Teilen umgezogen und haben letztes Wochenende die Tapeten runtergekratzt und dann gleich am Sonntag schon tapeziert, weil dann am Montag oder Dienstag schon die Küche kommen sollte. Und die Tapeten, die wir dann am Sonntag noch mühsam geklebt haben, sind am Montag uns dann wieder entgegengekommen. Und das war dann erstmal meine Aufgabe, das zu akzeptieren, dass wir das dann einfach nochmal machen müssen, beziehungsweise wir haben es dann auch versucht zu retten mit viel Kleber und geht jetzt, aber das war, also gerade Anfang der Woche waren bei uns ziemlich viele Akzeptanzthemen. Wir hatten uns auch eigentlich vorgestellt, in Reutlingen standesamtlich in der gotischen Kapelle zu heiraten, die wir so schön finden. Und dann hatte ich da Kontakt aufgenommen. Dann kam raus, dass man in Reutlingen wegen Corona aktuell nur Reutlinger heiraten können. Also auch das musste dann nochmal komplett über den Haufen geworfen werden. Und da war so wirklich Anfang der Woche, hatte ich das Gefühl, war viel Akzeptanz notwendig bei uns. Dann aber halt auch einfach viel Anfängergeist. Also dann einfach die Möglichkeit, schnell zu reagieren und zu sagen, na gut, dann müssen wir jetzt irgendwie einen anderen Weg finden. Es hat jetzt auch alles gut funktioniert, aber also Anfang der Woche waren wir dann doch etwas niedergeschlagen nach unserem ersten Tapezierversuch. Ja. Das kann ich verstehen. Und konntet ihr beides lösen, sowohl das Standesamt wie die Tapete oder bisher nur Tapete? Und nee, tatsächlich beides. Wir haben dann, glaube ich, auch für uns noch eine schönere, individuellere Lösung gefunden, jetzt in Weilheim. Und konnten das jetzt auch schon so in die Wege leiten. Ja, schön, ja. Ja, das ist manchmal auch, wenn die eine Sache eben nicht funktioniert, dass dann das andere eben, dann geht eine andere Tür auf. Und das kommt gerade ganz lieb, mein Stromkabel, was ich vergessen hatte. Sonst wäre ich irgendwann mal ohne Strom da gestanden.
Das hätte dann auch Anfängergeist gebraucht. Und Akzeptanz. Dankeschön. Ja, das ist das, wenn man was wirklich akzeptiert, es gehen Räume auf und es wird leichter. Erstmal fällt es schwer, da beißt man manchmal so in die Faust. Oder? Wolltest du gerade was sagen, Gunther? Nee, ich glaube, ich gehe mal das Licht anmachen. Ja, okay. Ja, mit den Lampions zwar schön aus, aber... Ja, ich war jetzt natürlich durch mein Ereignis jetzt gestern natürlich in diesem Thema Akzeptanz auch ganz stark drin. Und wo wir dann auch gestern Abend eben noch waren bei der Memoriam so zu dem Christian, wie dieser doch noch recht junge Mensch, gerade so halb so alt wie die Susanne, wie er da sein Schicksal akzeptiert hat und auf eine Art gemeistert hat, dass er immer versucht hat, also in einer Ästhetik zu leben. Und damit meine ich so dieses, er hat dann immer das, was eben noch ging, versucht so gut wie möglich zu machen. Als kaum mehr was ging, hat er geschrieben, er hat Triathlon gemacht und es war so seine große Leidenschaft und hat das also auch sehr zelebriert mit richtig schönen Rädern. Und da hat er sich dann das Outfit immer dazu ganz passend ausgesucht und all das. Die Armbänder von seiner Uhr war besonders und die hat er dann vor 14 Tagen hat er dieses besondere Armband noch einem Arbeitskollegen geschenkt. Da war noch nicht klar, dass das jetzt so schnell geht. Aber auch, wo vieles nicht mehr ging, dann hat er eben so Kochen noch gemacht und hat das irgendwie zelebriert. Und ich finde, diese mit dieser Akzeptanz gleichzeitig etwas zu versuchen, in eine Meisterschaft zu bringen. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass man immer dieses Erfolgs, ne, hat man ja auch so, ich muss man immer höher, schneller, weiter, sondern dass man einfach das wie nicht, dass es gar nicht sag ich mal, das Podest ankommt, aber dass man das, was man tut, mit einer Meisterschaft macht. Und das Scheitern eben halt auch, ne, also die Tapete, die dann halt abfällt und einem wieder auf den Kopf landet, dann... Das ist so, man möchte es dann wirklich nehmen und in die Ecke und dann auf und davon und so. Und dass ich nochmal, oder wenn mir der Computer abstürzt und ich von vorne anfange, das war bisher immer so, das zweite Mal wurde es besser. So, wenn ich es akzeptiert habe, wenn ich damit gehadert habe, dann wurde es natürlich nichts. Und dieses Spagat, was es braucht, auch an so, man könnte das Selbstanhaftung nennen oder an dieses Ego, so das will da an der Stelle nicht nachgeben, weil es ist so ein bisschen, man muss auch ein bisschen was aufgeben, finde ich. Ne, wenn man sowas dann akzeptiert, so ein bisschen muss man was aufgeben. Und dann fand ich das aber auch wieder schön in diesem Wort, wenn man was akzeptiert, ne, dieses Wort Tanz, was in Akzeptanz drin steckt. Das finde ich auch so schön, dass es zum Tanz werden kann. So. Jetzt wollte ich nochmal von euch was dazu hören.
Christina, von dir ist ja das Thema Akzeptanz, ne, auch, und weil ich gerade von Krankheit sprach, das liegt ja auch ganz, da bist ja du auch Meisterin drin. Ja, da kommen auch immer bloß so, im Moment so Blitzlichter. Du hast ja auch gesagt gerade, wenn man was akzeptiert, muss man was aufgeben. Und das, da habe ich heute auch immer wieder überlegt an dem Punkt. Heißt es gleich, dass man was aufgibt? Also es heißt für den Moment, dass ich Abschied nehmen muss von etwas. Mhm. Aber heißt es, dass ich, so wie du zum Beispiel mit den Videos, du machst es dann eben nochmal. Also es heißt nicht, dass man dann ganz von seinem Ziel gehen muss. Kann natürlich sein, das Ziel ist irgendwann irreal. Dann muss ich doch von diesem Ziel weg. Aber im Grunde heißt es nicht, dass ich nicht einen nächsten Schritt, wie immer der auch ist, gehen kann. Ja, viel treffender ausgedrückt. Also dieses Verabschieden. Ja, man muss eigentlich wirklich was, sich von was verabschieden und wieder neu aus und dann wieder, neu, wieder ausrichten und sagen, so wie könnte es jetzt gehen? Und da sind wir auch schon wieder ja in diesem Anfängergeist drin, mit der Offenheit und der Neugierde. Aber mir fällt es im Alltag auch oft schwer. Jetzt zum Beispiel diese Woche war irgendwie so eine Woche, wo dann sind Termine ausgefallen, dann kommt die Physiotherapeutin nicht. Das heißt dann für mich aber auch ein Loch, weil sie mich immer wieder über ein paar Tage rettet. Und ja, oder Sachen, die ich wirklich gut organisiert habe von Einkäufen, das fällt dann weg. Und das fällt mir auch schwer. Vor allem, wenn ich dann nicht die Information habe und meinen Plan B, den ich vielleicht gehabt hätte, nicht mehr umsetzen kann, weil ich mich auf das verlassen habe. Und dann, ja, kann schon auch sein, ich hader da. Und was passiert da? Also du sozusagen Plan B geht nicht, also kommt Plan C oder D zutage. Oder beziehungsweise gar kein Plan, sondern es wird dann, wie es wird. Naja, erst mal die Woche war ich nicht so sehr gelassen, da hat es mich dann einfach genervt. Aber ja, es nützt ja dann nichts. Bei dem ausgefallenen Termin von der Physio hatte ich dann halt einen Tag ohne Termine für mich. Das war natürlich dann auch wieder, konnte ich ganz anders strukturieren. Aber diesen Switch zu schaffen, das ist halt immer so die Kunst. Und eigentlich vom Kopf her weiß ich das ja, es macht keinen Sinn, wenn ich mich ärgere oder irgendwie, das ist meine Kraft, die flöten ist. Aber das zu switchen und je besser mir das gelingt, umso leichter geht es mir dann auch. Das meine ich. Das ist die. Ja. Ist das vielleicht an der Stelle, überlege ich gerade, ob das dann das Urvertrauen, ach, wie es werden wird, das ist, also wo ich dann ja auch in der E-Mail an euch geschrieben habe, ne, Iris, du hast das jetzt ja dann nicht, jetzt muss ich mal schauen, dass ich das immer auch in Facebook poste, dass das dann auch da ist, wenn die Situation nicht so eintritt, wie jetzt geplant oder wie erwartet, was wäre, wenn die Konstellation jetzt die allerbeste für mich ist? Also genau, genau den Gedanke hatte ich gerade auch. Also dass es vielleicht auch darum geht, in dieses Vertrauen reinzugehen. Ich werde geführt, alles hat seinen Sinn. Das habe ich bei der Susanne so beobachtet, die hat natürlich einen sehr, sehr starken Glauben, ne? Und die hat das sehr stark, dieses Ich werde geführt. Es war dann auch schön, ich habe ja dann mit der Susanne nachträglich ja noch weiter unterhalten und gesagt, das ist eigentlich, wie ich sage ja immer, das ist das Leben, was einen führt. Sie nennt es eben Gott und sagt sie auch so, das macht nichts, das ist alles dasselbe. Also hat sie so in ihrer wundervollen Art und ihrem Raum geben, ihre Akzeptanz, die sie so verinnerlicht hat, hat sie das so wunderschön ausgedrückt. Ach, und sie hat gestern auch so ein ganz schönes Büchlein an alle mitgegeben, wo sie so noch Geschichten aus ihrem Leben zitiert. Und da hat sie eine schöne Geschichte erzählt, und zwar
ich glaube, sie war 2 Jahre oder 2 bis 3 Jahre alt und die hatten eben auf der Königstraße ihr Geschäft und sie hatten irgendwo gewohnt, wo so am, weil ihre Mutter hat zu dem Zeitpunkt schon sehr über die schlechte Luft in Hamburg, in Stuttgart auf der Königstraße geschimpft und geklagt. Und dann hatten sie irgendwie am Waldrand irgendwie, aber das war eine Wohnung, wo man kaum heizen konnte. Und dann sind sie umgezogen und mehr in die Innenstadt rein und dann kam das Brüderchen zur Welt. Und da war auch ein richtiger Ofen, wo man immer heizen konnte. Und ihre Mutter war wohl eine begabte Fliegenfängerin. Die konnte die Fliegen so in der Luft so fangen und hat die dann in den Ofen gesteckt. Und hat sie immer zum Brüderchen gesagt, so, die muss jetzt den Feuertod sterben. Mhm. So, ja, ich fand es dann auch ganz schrecklich. Und dann muss aber Susanne gesagt haben, Brüderchen soll auch einen Feuertod sterben. Weil sie hat nämlich so... Und weil sie war natürlich plötzlich nicht mehr alleine, sondern das Brüderchen bekam die Aufmerksamkeit, die sie vorher für sich so hatte. Und dann hat es ihr irgendwann ihre Mutter erzählt und hat sie sich so geschämt, dass sie sowas sagen konnte. Und diese Geschichte hat sie gestern so erzählt. Und ich fand es deswegen, jetzt gerade kam ich da auch so drauf, das zu erzählen hier, weil sie eben, ne, sie hat ja auch diesen Prozess dieses Akzeptieren Lernens und das Annehmen Lernens, vielleicht auch durch ihre Erkrankung damals, da hat sie das für sich wirklich, dieses immer wieder Lernen, wenn mich Gott so führt oder das Leben, dann ist es das Richtige für mich. Da liegt eigentlich eine unglaubliche Gnade drin. Wenn man das so schafft. Ich finde, es ist auch eine Frage des Ausmaßes oder des vermuteten Ausmaßes. Also wenn man zum Beispiel eine Diagnose bekommt, die vielleicht wirklich über eine Krankheit, die lebensbedrohlich ist, ist es ja was ganz anderes. Okay, und ja. Oder wenn es existenziell wird, vielleicht sind dann die alltäglichen Sachen, so wie die Situation, die ich geschildert habe, so eine Art Übung immer zu üben, sich nicht festzuhalten oder nicht festzuhalten an diesen Dingen, immer wieder den Blickwinkel zu ändern, wieder neue Ziele und Inhalte zu finden, zu suchen, zu finden und seine Kräfte vor allem auf das zu fokussieren, was im Moment ist. Das ist uns die Gnade des Alters auch. Ne? Eben, je älter die Menschen werden, desto großzügiger, also vielleicht nicht alle, aber desto groß, aber so in der Regel, so, wenn es dann irgendwie so wirklich 90 und ne, so weiter, diese Akzeptanz und auch dieses, ja, wenn es jetzt, also vielleicht sogar dieses, mir reicht's jetzt, ne? Das kommt ja dann auch. Wenn es dann auch zu mühsam wird. Aber eben auch so eine schwere Diagnose, auch wie der Christian, das annehmen können und und natürlich hat es dann, also jetzt wieder nochmal der Fokus zu uns, das ist nur das Äußere, was wir von außen akzeptieren müssen, aber dass wir uns akzeptieren, auch in unserem Scheitern und in unserem Hadern und in unseren Missgunst, sage ich mal, uns selbst gegenüber auch so ein bisschen. Vielleicht hattet ihr es vorher auch schon, aber der erste Punkt, der vor dem Akzeptieren ist für mich immer dieses Wahrnehmen. Und da könnte man das Wort ja auch wieder aufteilen, etwas wahr für wahr zu nehmen. Was du immer sagst, als zu sehen, wie es ist. Mhm. Ja. Und ich glaube, erst wenn ich was wahrnehme, kann ich es irgendwann akzeptieren. Ja, das sind wir ja auch bei der Enttäuschung, ne? Also auch dann in Bezug auf jemand anderen. Mhm. Im Prinzip, man hat...
Ne, man hat es vielleicht vorher gesehen, aber nicht wahrgenommen, nicht wahrnehmen wollen. Und dann kommt diese Enttäuschung, und die hat eigentlich viel mehr mit einem selber zu tun, als wie mit dem anderen. Weil eigentlich hat man es gesehen und gedacht. Also wenn Physiothermin abgesagt wird, dann natürlich hat man das nicht gesehen, aber jetzt so bei so anderen Sachen. Ich finde es auch so interessant zu beobachten. Es fällt mir jetzt halt auch mehr auf, weil wir das Thema jetzt eben haben, die Haltung. An manchen Tagen fällt mir das leicht, das zu akzeptieren. Dann ist es eben so. Und an anderen, da wird es, bausche ich das selber auf und frage mich, was mache ich jetzt eigentlich da draus, gerade aus der Mückenelefant? Und, ja. Und dann hadert man mit sich selber. Ja. Ja, das ist eben, das finde ich, dieses Phänomen, dass das unglaublich attraktiv, das kann ja geradezu richtig sexy sein, ne? Also dieses, sich so richtig da reinsteigern. Und das ist also fast so ein Festmahl, wie man das sich in diese Schleife dreht. Und da ist natürlich ein großer Attraktor dran und das ist ja wie sozusagen nach der buddhistischen Lehre, dann heißt so, wie sich so manifestiert sich das Ego. Auf diese Art, sich so wichtig zu nehmen und sich und je mehr es sich sozusagen in sich selbst verdreht, desto schmerzhafter wird es natürlich. Weil bei Egolosigkeit heißt, geht es ja nicht darum zu sagen, ich kümmere mich nicht mehr um mich und löse mich auf, sondern eben diese Art von Verknotung in sich selbst, das ist eigentlich genau damit gemeint. Aber es hat was Attraktives, es ist, ja, Christina. Und hat's, also für mich hat es auch, wenn ich so weiter überlege, viel zu tun mit dem, fühle ich mich ohnmächtig. Also kommt die Situation so auf mich zu, egal ob das jetzt dieses kleine Beispiel mit Physiotherapie-Termin, der ausfällt, ist, oder fühle ich mich noch irgendwie handlungsfähig? Mhm. Also diese Handlungsfähigkeit ist ja sehr stark mit dieser Akzeptanz verbunden. Also um dich richtig zu verstehen, wenn du das Gefühl hast, du bist handlungsfähig, du bist nicht ohnmächtig, dann fällt es dir leichter, das zu akzeptieren. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge genau ist. Ob ich erst akzeptiere und mich dann wieder handlungsfähig fühle. Oder ob vielleicht ist das auch ein Kreislauf, bedingt sich immer gegenseitig. Aber schon allein dieses Gefühl, ach, das kommt jetzt über mich, die Situation. Ich finde, da fällt es mir schwer, das zu akzeptieren. Das ist interessant, ne? Weil das könnte so ein richtiger Triggerpunkt sein. Ne? Wo du, ne? Wenn das... Dass das so dieser Reiz ist, der dann das auslöst. Das wird es auch erklären, dass mir es an anderen Tagen nicht so viel macht. Ja. Also für mich wird es jetzt im Moment. Ja. Oder wie viele Kräfte spürt man in sich? Wenn ich mich an dem Tag erschöpft fühle, dann macht mir das auch viel mehr. Und dann fällt es mir schwerer, die Situation zu akzeptieren. Und dann also, wieder die Kunst, es zu finden, für was reichen meine Kräfte. Und das wieder, wie du auch von Christian geschildert hast, das zu leben und das für sich selber als einig zu sehen. Ja, und da eben diese Grenze, da wäre es ja wieder wichtig, diese Grenze zu spüren, aha, meine Grenzen sind jetzt da erschöpft. Das wäre dann wieder die Wahrnehmung, wo du auch sagtest, dass man jetzt mal das wahrnimmt und dann sagt, okay, jetzt fühle ich mich ohnmächtig, weil ich merke, meine Kräfte sind gerade wenig. Also, was muss ich tun, um Kräfte zu sammeln?
einen Tag ruhen zum Beispiel, ne, wäre dann die, also wenn wir das wieder wahrnehmen, was ist es eigentlich, was jetzt mich triggert, aha, das Gefühl der Ohnmacht, weil vielleicht meine Kräfte schwach sind. Das ist ja nicht, ne, dass man nicht in diese Schleife geht, ja, wenn ich jetzt kraftvoll genug wäre, dann wird es mich ja gar nichts triggern, sondern es geht ja nochmal tiefer zu spüren, aha, die Kräfte sind heute ein bisschen weniger, annehmen, wenn meine Kräfte weniger sind, was brauche ich? Das bedeutet, man kann mit Akzeptanz nicht ohnmächtig sein. Ich glaube, ja. Das ist toll. Ich glaube, das ist ein unglaublich machtvolles, das habe ich jetzt, es ist sehr interessant, ne? Also jetzt als Geschenk wirklich, und deswegen war der Tag auch gestern für mich so bedeutungsvoll, weil das mir so vor Augen geführt wurde mit der Susanne und mit dem Christian, weil wirklich diese Botschaft, die beide mir so gaben, diese Akzeptanz. Und ja. Ich überlege, jetzt mache ich nochmal eine andere Schleife und überlege gerade das Wort Akzeptanz, ob das nicht von Wortursprung her mit ad verbunden ist und ad im Lateinischen heißt zu etwas hin. Also das würde also auch wieder so eine Macht oder eine Möglichkeit, Handlungsmöglichkeit beinhalten. Zu etwas hin tanzen ist auch schön. Ja, das ist super. Ich schaue mal gerade. Aber wie du auch gesagt hast, für mich ist es schon so, dass der erste Schritt für mich immer so ein Stück weit ein Loslassen eigentlich von meinen eigenen Vorstellungen ist, die ich mir mal irgendwie gemacht habe oder wie ich mir das im Kopf gesetzt habe, wie das zu laufen hat oder wie das Ergebnis auszusehen hat. Und es eigentlich eben diese Akzeptanz dann auch so dieses Auflösen von dem Unmut, der dann vielleicht auch aus dem Ego rausspricht, der dann eben sich nicht lösen will von der Vorstellung und da noch dran festhält. Und wenn dann aber diese Akzeptanz kommt, dann fühle ich mich auch wieder handlungsfähig. Aber dieser Schritt davor ist immer noch für mich, da hänge ich immer erstmal noch in der Ohnmacht drin und denke dann immer, oh nein. Und jetzt? Ja, ja, und die Ohnmacht entsteht ja in dem Moment, wo ich nicht bereit bin, ne, etwas zu akzeptieren. Also akzeptieren ist ja diese Bereitschaft, dieses Bereitsein zu sagen, ah ja, okay, das nehme ich an. Das ist in Ordnung. Ja. Und nochmal den Blickwinkel, nicht nur ein Blickwinkel, sondern ein ganzes Blicksystem nochmal zu erweitern. So wie Iris, wie du vorher, das mit der Faden gerissen, praktisch nochmal eine neue Ebene aufzumachen. Dass es vielleicht gar nicht um das Momentane geht, um dieses einzelne Ereignis, sondern es geht um was viel Weiteres. Genau, Iris, du hast ja gesagt, die Möglichkeit, dass vielleicht, wenn man akzeptiert, dass der neue Weg der bessere sein könnte. Sinngemäß. Und die beste Möglichkeit, die daraus entsteht. Ich glaube, so hast du gesagt. Das war Stefania. Ich glaube, ihr beide. Ja, also wenn ich bereit bin, das anzunehmen, dann in dem Moment
bin ich natürlich auch bereit, wieder handlungsfähig, also wieder die Handlung aufzunehmen. Egal in welchem Sinne. Ne? Und wenn die Handlung nur darin besteht, zu sagen, gut, ich kann nichts anderes machen im Moment wie atmen. Und indem ich atme, bin ich handlungsfähig. Also bin in der Lage zu atmen. Und das ist ja schon viel eigentlich. Also das Spannende ist halt, dass mit Akzeptanz ist man in der aktiven Position. Also das heißt, mit einem, also von außen kann da eigentlich nichts mehr passieren. Genau. Keiner kann einem eigentlich etwas, wenn man akzeptiert. Das ist die Umkehrung zur Resignation. Ne? Da bist du echt ohnmächtig. Das ist aktiv. Absolut aktiv. Ich überlege jetzt gerade als Kind, wenn da was nicht funktioniert, ich glaube, da ist man nicht so lange, ich glaube, man versucht es eine Zeit lang, ob es man nicht doch hinkriegt, aber da ist man dann irgendwie auch relativ schnell, dass man sagt so, also es ist dann irgendwie schnell auch langweilig. Ich glaube, man lässt da als Kind, glaube ich, früher los. Man tobt und schreit vielleicht nochmal und probiert es damit. Und wenn es auch nicht geht, dann ist es auch irgendwie. Also, was weiß ich, wenn die Bauklötze einstürzen oder so. Eigentlich wird es ja dann erst spannend, ne, für die. So, die Väter, die wollen die Bauklötze auftürmen und dass dann schöne Türme stehen und das finden die Kleinen gar nicht so spannend. Oder man sucht sich neue Schleichwege. Man lässt es einfach mal einen Moment links liegen, dieses Ziel. Und als Kind hast du ja sowieso die ganze Welt noch vor dir, wie die Welt auch in dem Moment aussieht. Für ein Kind ist ja auch verschieden. Und sagt sie vielleicht, ja, aber wenn ich groß bin, dann baue ich meine Türme selber. Mhm. Also neue Wege suchen. Aber das hattet ihr ja vorher auch schon. Wo könnt ihr euch selbst womit könnt ihr euch selbst noch mehr akzeptieren? Also ich muss sagen, das, was Christina gerade gesagt hat, das finde ich sehr, sehr spannend, weil es gibt einen Bereich, den ich unglaublich gern mache und das ist eigentlich neue Wege einschlagen und Ideen kreieren. Und das gibt dem Ganzen einen komplett anderen neuen Blickwinkel. Mhm. Ja, ja, und durch den Blickwinkel geht dann gleich eine Tür auf, ne? So, wo man sagt, ja, es ist ja gar nicht, wie gesagt, ich bin ja gar nicht ohnmächtig, sondern ich kann ja einen neuen Weg gehen. Für mich war es jetzt heute wirklich schwierig zu akzeptieren, dass die letzte Woche uns einfach schon sehr in den Knochen steckt. Also ich bin dann eigentlich immer so, wenn die Kisten unten stehen und ausgepackt, dann sind die auch direkt ausgepackt und eingeräumt und alles muss wieder an Ort und Stelle. Und wir waren dann heute irgendwie nach 2 Stunden rumräumen schon so platt, dass wir uns nochmal ins Bett gelegt haben und nochmal ein paar Stunden einfach geschlafen haben, weil wir echt, also es hat uns irgendwie so geschlaucht und das war schon, also das merke ich auch heute, das war oder ist heute so meine Aufgabe, das einfach zu akzeptieren, dass eben noch nicht alles an Ort und Stelle ist und dass
ja, ich jetzt doch diese Woche einfach sehr merke und dass ich da auch schon meine Kräfte irgendwie nochmal anders einteilen muss. Ja, das ist gerade, glaube ich, so mein Akzeptanzthema. Ja, und was für schöne neue Wege aufgehen, wenn man im Bett landet. Mit seinem fast frisch Angetrauten. Das ist eigentlich ganz schöne Wege, oder? Also könnte man akzeptieren vielleicht, ne, wenn man die neuen Wege sich. Ja, das ist die Pflicht natürlich. Also was wir für ein Riesen Über-Ich eigentlich immer so mit uns rumschleppen, was irgendwie ein, also so die Nescafé-Frau, ne, die einfach nur so macht und alles verschwindet in den Regalen und das Blumenarrangement ist auch schon ausgerichtet und man ist schon da und der letzte Karton und man trinkt sein Nescafé und ist so frei und ist dabei. Das diese Blase, die man da oben drin hat, so als Bild. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ihr Bilder kreiert von euch in diesem neuen Ideal. Und in diesem neuen Ideal, wo es um Leichtigkeit geht, ist es eben nicht die perfekt eingerichtet, eine tapezierte Wohnung und alles. Moment. Ja, okay, ich habe Tabs gesehen. Und ja, das ist, sondern dass man was man kreiert und man sagt, nee, ich kreiere, es ist alles nicht am Platz und ich bin wunderbar erfüllt und verbringe den Sonntag im Bett. So, jetzt kam hier gerade eine Frage im Chat, jetzt gucke ich gerade. Wenn mein Partner putzsüchtig ist und mir dadurch meine Lebendigkeit und Freiheit raubt. Okay. Also, wenn der Partner, also die Frage ist erstmal, ich glaube, akzeptieren, egal was jetzt der Partner ist, ob er fahrradsüchtig oder putzsüchtig oder motorradsüchtig oder fernsehsüchtig ist. Ich finde, da ist es immer die Frage, also wir können den anderen ja nicht ändern. Das ist zwar, ich probiere es auch immer wieder und es gelingt mir auch überhaupt nicht. Also, jetzt habe ich schon so viel studiert und irgendwie, also wenn ihr deswegen hierher zum Kurs gekommen seid, kann ich nur sagen, da kann ich vielleicht von euch noch mehr lernen. Bei mir hat es nicht funktioniert. Nicht mal die Katze tut, was ich will. Aber die Frage ist immer, ich frage mich immer, ne, kann ich das akzeptieren, also will ich das akzeptieren, dass es so ist? Will ich damit leben oder nicht? Und wenn ich nicht, das ist so die Frage, ändern kann ich ihn nicht, will ich damit leben oder nicht? Und da muss ich eine Entscheidung treffen und muss sagen, doch, das ist mir trotzdem wert. Oder ich muss dann auch dazu stehen und sagen, nee, das nimmt mir zu viel. Das ist eine Form, wie ich nicht leben möchte. Aber ich finde es dann auch immer sehr herausfordernd zu sagen, wie kann ich, auch wenn der andere so ist, wie ich das selbst überhaupt gar nicht schätze, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir trotzdem dabei gut geht? Und ich finde, das ist meine Verantwortung, dass ich wirklich dafür Sorge trage, dass es mir dabei gut geht. Muss aber auch dem anderen klar machen, wenn du das so leben willst, das ist völlig in Ordnung. Aber ich, für mich ist das so nicht in Ordnung.
Und da ist ein interessanter Punkt bei der Akzeptanz, weil wir haben über die Wahrnehmung gesprochen. Und vielleicht kommt an dieser Stelle eine Spur Ignoranz dabei. Also ich nehme mal dieses klassische Beispiel, die Zahnpastatube. Der eine Partner, ne, der hat die Zahnpastatube, die ist immer schön, ne, glatt und wird schön immer zusammengerollt und steht an seinem Platz. Und der andere macht pfft. So. Und es gibt immer Krach mit der Zahnpastatube. Und jetzt ist die, ne, also ich kann jetzt sagen, nein, akzeptiere ich nicht. Der macht es aber trotzdem so. Und an der Stelle ist es vielleicht das Lernen zu ignorieren. Ich finde es einfach blöd, dass der die Zahnpasta quetscht und in die Ecke. Und dann sind auch noch Zahnpasta-Spuren natürlich überall. Ich ignoriere das, dass der einfach so ist. Und an der Stelle würde ich sagen, da ist dann die Ignoranz auch etwas, eine Haltung, die uns dann durchaus auch mal nützen kann. Ja, also ich kenne derartige Geschichten auch. Also ich meine, ich lebe ja auch mit meinem Mann zusammen. Und also ich sag mal, es ist tatsächlich bei uns noch ein Lernprozess. Aber wir sind, denke ich, auf einem ganz, ganz guten Weg. Also ich habe halt meine Macken, also ich bin nicht unbedingt die Haushaltsqueen, um ehrlich zu sein. Wie bitte? Oh, okay, ich dachte, Beate wollte was sagen. Ja. Und es gibt halt auch so ein paar Punkte, wie zum Beispiel, dass mein Mann die Klobürste nicht ausklopft, bevor sie abgestellt wird. Die stören mich halt einfach. Aber ich denke, entweder man kommt sich gegenseitig entgegen und das ist schwer. Das ist tatsächlich schwer. Also zumindest mir fällt das schwer. Dann das Gegenüber akzeptiert das. Also anders ist ja Partnerschaft langfristig gesehen gar nicht möglich. Ja. In der Frage ist ja auch die zweite Hälfte der Frage und mir durch sein Verhalten die Freiheit und die Lebendigkeit raubt. Und da wäre ja die Frage, in welchen Bereichen kann ich Freiheit und Lebendigkeit leben? Und wie wird die geraubt? Oder wie lasse ich mir sie rauben? Oder gibt es keine Möglichkeit? Das wäre dann auch die Frage der Grenze, ne, wo man da vielleicht auch setzen muss und sagen muss, also bis hierhin und nicht weiter wäre ja dann auch, was vielleicht da notwendig wäre. Also ich habe mir das jetzt gerade so vorgestellt, ne, also also die Frage ist halt, ob sie auch Vorwürfe diesbezüglich bekommen. Frei nach dem Motto, jetzt hast du da schon wieder Dreck gemacht. Weil dann bekommt sie ja, also das ist jetzt eine Frage an dich, Alice oder Alice, ob das vielleicht das ist, was dich stört. Weil dann kriegt sie ja dadurch die Freiheit geraubt. Weil sie, so wie sie ist, nicht akzeptiert wird. Ja, du sagst, es gibt Vorwürfe, ja. Also, es geht dann ja nicht nur darum, dass du etwas akzeptieren musst, was der andere hat, sondern dass du auch wünschst, dass du akzeptierst, dass du möchtest, dass man akzeptiert, wie du bist. Und da ist der Fehler. Mhm. Also da würde ich dann wieder auch den Spieß umdrehen. Ich habe vorher gesagt, ich muss mich fragen, will ich damit leben? Aber ich muss auch natürlich auf der anderen Seite auch sagen, zu meinem Partner, ich bin so. Und man kann nun mal
nicht aus dem Stiefmütterchen einen Kaktus machen und aus einer Schwertlinie ein Mauerblümchen. So, ich bin so, du hast mich jetzt kennengelernt und bist du bereit, es zu akzeptieren, dass ich eben so nicht bin? Und wenn du das nicht kannst, dann musst du dich dann auch trennen. Ich denke, das Schwierige in so einer Situation, also es auf der einen Seite ist ja das, den Vorwurf gemacht zu bekommen, und auf der anderen Seite ist dann sozusagen das, die Akzeptanz und der Kompromiss, den man vielleicht auch finden könnte. Ich finde aber gerade, wenn man ständig diese Vorwurfshaltung hat, dann, also zumindest ist es bei mir so, wenn ich ständig Vorwürfe habe, dann bin ich auch irgendwie gar nicht gewillt, überhaupt einen Kompromiss einzugehen. Man wird ja dann auch nicht gesehen mit seinen eigenen Bedürfnissen oder fühlt sich nicht gesehen. Ja, das könnte ich mir bei dir, Alice, ne, vorstellen, dass da auch der große Defizit ist, dass du das Gefühl hast, dass du da nicht gesehen wirst und dir da auch der Raum zum Atmen fehlt. Hm. Ich kann da vielleicht auch noch was hinzufügen. Also bei mir ist es so, ich bin nicht unbedingt gerade die Ordentlichste. Und mein Partner, der macht da auch ganz gerne mal diesbezüglich. Und was ich halt bei mir tatsächlich merke, umso mehr er mault, desto weniger bin ich gewillt, da tatsächlich Ordnung zu schaffen. Und ich habe jetzt tatsächlich mit ihm die Übereinkunft, dass er aufhört zu machen. Und ich gucke, dass ich das Ganze in einem Rahmen hält. Ist ja auch so ein persönlicher Raum, ne? Also man möchte ja auch so einen persönlichen Raum behalten. Ja, und wo lebt man seine Lebendigkeit? Und vielleicht heißt es für den Partner seine, oder vielleicht braucht er den Halt sogar in dem immer Putzen. Das hat ja auch, ist ja auch ein Ausdruck für etwas. Ja, und vielleicht auch zu schauen, wo ist die gemeinsame Lebendigkeit? Welche Bereiche sind, überschneiden sich? Mhm. Ja, das kann ja, wie du sagst, ja, das kann auch so ein Halt, kann ja so ein Gefühl von Sicherheit, ich habe die Kontrolle, ne, so ein Gefühl. Wenn ich das Gefühl habe, ich verliere die Kontrolle, dann habe ich natürlich vermehrt das Bedürfnis zu putzen. Ja. Und es nimmt Alice wieder die Freiheit. Ja. Weil sie sich nicht bewegen kann, vermute ich mal, also übertragen sind, bewegen kann, wie sie möchte, mit ihren Ideen und. Ja. Dann wäre vielleicht die Frage, wenn er kontrollieren muss, was würde ihm Sicherheit geben oder was hat er Angst zu verlieren? Ich vermute mal, er hat Angst, Alice zu verlieren. Insofern ist es natürlich ein, ne, da sieht man dieses Paradigma, was entsteht. Und das ist eigentlich immer, wenn man genau tiefer schaut, dass man eigentlich das erzeugt, wovor man Angst hat. Vielleicht würde da ein Gespräch helfen und zu sagen, okay,
Also nochmal diese Form der Sicherheit aufnehmen und zu sagen, was man sicher, also man kann ja nicht sagen, okay, man sagt das zwar beim Treueschwur, ne, bis zum Ende unserer Tage, so, aber das zu sagen, okay, das und das kann ich vielleicht zusichern. Und das kann ich zusichern, wenn ich etwas mehr Freiraum habe, weil ich dann einfach mich auch das Gefühl habe, ich muss hier nicht verschwinden. Das kann man vielleicht auch ganz gut über ein Gespräch über Werte machen, indem man sich ansieht, wer legt den Wert auf welchen Wert und wo kann man tatsächlich sich vielleicht auch gegenseitig annähern. Weil es ist dann etwas objektiver, als so einfach so in ein Gespräch reinzugehen. Ja. Und auch nochmal für mich zu schauen, wo kann ich denn meine Lebendigkeit leben? Und genau. Wo kann ich meine Freiheit leben? Kann man die vielleicht sogar auch räumlich herstellen, dass ein Raum mein Freiheitsraum ist, mein Freiheitszimmer und das ist nur meins? Ja. Genau, dass das eine wirklich dann seine Lebensform, ne? Also die ist vielleicht dann, man sagt ja so, das kreative Chaos, das braucht eben der eine einfach auch so und der andere braucht die Klarheit und dass man das auch mit einer, das ist auch wieder bei der Akzeptanz, also mit einer Toleranz zu sagen, ja gut, hier, das beanspruche ich aber für mich. Wobei es ist natürlich so, ne, wenn ich jetzt sage, wenn mir jeder Krümel dann in der Küche irgendwie nachzitiert wird, dann wird es natürlich wirklich, ja, also so sehr, sehr lebenseinengend. Und es hat, also ich sehe eben halt auf der anderen Seite die große Verlustangst. Also Kontrolle würde ich ja immer als Verlustangst sehen. Das kann ich mir noch nicht ganz herleiten. Warum ist Kontrolle Verlustangst? Also, wenn ich jetzt tue ich es mal ganz maschinell ausdrücken, wenn ich ein Fahrzeug führe, will ich natürlich darüber die Kontrolle, also ich will die Kontrolle nicht verlieren. Ja, so. Also das Verlieren steht irgendwie immer mit der Kontrolle dabei. Also dass ich irgendwie etwas kontrollieren möchte, um nicht etwas zu verlieren. Also auch, und wenn es darum geht, die Kontrolle oder die Macht zu verlieren, ist ja natürlich auch eine Kontrollverlustangst. Oder alles im Griff zu haben, ne? So dieses Gefühl, ich habe alles im Griff. Und das ging mir so, als ich da meine zwei Krücken so lange hatte und als dann mich mal eine Patientin besuchen kam und da war es gerade absolut, ne? Also Chaos. Meine zwei, die mir so im Haushalt helfen, die waren die ganze, weiß ich nicht, auch nicht gekommen, eine Woche lang oder ein paar Tage, also wie auch immer. Und ich hatte ja noch meinen Ludwig in Pflege und es war auf jeden Fall, sah wild aus. Und dann habe ich die Patientin besucht und ich habe mich geschämt und dachte, sie denkt jetzt, ich habe nicht alles im Griff.
Und in dem Moment musste ich so lachen, als mir das aufgefallen ist. Und dann habe ich das auch ihr gesagt. Jetzt habe ich echt Angst zu denken, ich habe dich alles im Griff. Und das stimmt total. Ich hab dich alles. Ich hatte nur meine zwei Krücken im Griff und sonst nichts. So, aber ich konnte ja nichts in der Hand halten, um irgendwas zu machen. Und das war auch da wieder unglaublich erlösend, das zuzugeben, ich habe nicht alles im Griff. Und ich habe auch nicht die Kontrolle über alles. Und ich finde das unglaublich, oh, das ist auch unglaublich anstrengend. Danke, Alice. Dieses Gefühl, also dieses immer die Kontrolle über alles behalten zu müssen, das ist extremst belastend. Also für einen selber auch. Ja. Okay, jetzt habe ich das besser verstanden. Danke. Das heißt, die Frage ist vielleicht auch, wie kann Alice ihrem Partner mehr Sicherheit geben? Ja. Oder andersrum ausgedrückt, wie kann er für sich, also das ist die Frage, wie, was sie kann, also wie kann er für sich mehr Sicherheit, das gehört vielleicht auch noch dazu, zu natürlich die Bereitschaft auch vom anderen zu sehen, ja, ich, wie kann ich mir vielleicht auch meiner selber sicherer werden? Dann eben, also na, man möchte ja gerne den anderen kontrollieren, damit man das so bestimmen kann, aber wie kann ich vielleicht aber das ist natürlich seine Aufgabe, von daher. Ach, spannend, das ist ein Selbstsicherheitsthema. Ja, ich denke, letztendlich ist es, ja. Wow. Weil, also auch wenn wir jetzt schauen, fand ich auch sehr spannend von den Fragebögen. Letztendlich ist nachher alles irgendwie dieses Gefühl so, dieses Selbstwert und Selbstsicherheit. Ne? Das war immer noch, ich wäre mir sicherer meiner selbst. Ich hätte das Gefühl, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Es reicht, wie ich bin. Also immer geht es irgendwie darauf zurück. Das ist für mich auch eine ganz wichtige Information aus dem Ganzen, dass wir irgendwie immer am Ende an uns zweifeln. Und dass wir es gar nicht oft genug gesagt bekommen, du bist richtig, wie du bist, und da darf noch was dazukommen. Aber es ist nichts verkehrt, wie es ist. Und das ist eine ganz andere Grundannahme, als wenn ich immer mit der Botschaft im Leben stehe, dem Leben gegenüber, mir selbst gegenüber, du bist nicht richtig, wie du bist. Und mit dem, und jetzt sind wir wieder bei der Akzeptanz, ne, du bist so, wie du bist, und weil du so bist, wie du bist, bist du richtig. Und dann eben durch die Akzeptanz kann man wieder sehen, welche Möglichkeiten da noch links und rechts davon aufgehen. Und vielleicht nochmal ein Gedanke, aber zurück zu alles, ne, wenn wir sozusagen diese Qualität des Kontrollierens hier nochmal irgendwie aufnehmen. Da würde ich dir, Alice, nochmal irgendwie an die Hand geben. Wo kennst du das von dir? Dass du jetzt nicht, was jetzt irgendwie Putzen und sowas angeht, sondern dass du die Kontrolle behalten möchtest, wo du aus dieser kontrollierten Situation eine Sicherheit, die aber gleichzeitig Gefängnis bedeutet, gewinnst. Und da den Blick sozusagen ist mal in sich selbst zu richten, weil meine Erfahrung ist immer, das, was einem außen begegnet,
hat immer auch was mit einem, ne, es wird von außen gespiegelt. Also wo lebst du im übertragenen Sinne etwas, was das sozusagen als Vergleich, ach, jetzt ist sie gerade draußen gewesen, da kommt sie gerade nochmal dazu rein, dann wiederhole ich das nochmal. Ja, alles. Ich hatte gerade gesagt, immer dann, wenn wir was im Außen erleben, was so massiv ist, ist es immer ratsam zu schauen, wo lebe ich oder wo hat es Anteil in meinem Leben? Also dieses Element von Kontrolle, was du durch den Partner erfährst, und natürlich Vorwurf, wo machst du das mit dir selber? Wo versuchst du durch diese Situation oder durch andere Situationen etwas zu kontrollieren, weil es dir eine Sicherheit gibt? Und da in diesem Spiegeln zu schauen, ne, das, was als äußeres Phänomen in meinem Leben da ist, wo ist das in meinem Inneren, wo mache ich das mit mir? Oder, ja, das hätte ich da jetzt nochmal so als Schluss dir nochmal, als Untersuchung quasi mal, ob du da was findest. So wie ich auch gesagt habe, ne, was den Selbstwert angeht, wenn ich meinen Wert nicht schätze, wird es mir passieren, dass Menschen in meinem Leben kommen oder sind, die auch meinen Wert nicht schätzen. Und es hat immer irgendwo was mit einem selber zu tun, dass man auf eine bestimmte Art und Weise entweder eine Kontrolle nicht loslassen möchte oder den Wert oder eine Sicherheit nicht aufgeben, ne, weil das ist dann auch wieder ein Wagnis, wenn wir sagen, Kontrolle ist Sicherheit. Und die Sicherheit gibt mir Sicherheit und deswegen gebe ich es nicht auf. Danke so. Ja, das noch dazu. Wenn jetzt sozusagen gerade von euch, damit es auch nicht zu spät für euch wird, wenn es jetzt von euch nichts gerade weiter gibt, wenn niemand mehr was dazu sagen möchte zum Thema Akzeptanz oder auch der Anfängergeist, dann würde ich nur noch mit einer ganz kurzen Meditation einfach den Tag abschließen, wenn das so in Ordnung ist, genau. Und auch hier, wie bei der anderen Meditation, auch wieder in die Position, die jetzt im Augenblick für dich gerade ganz angenehm ist. Und wie immer gehen wir als allererstes zu unserem Atem. Und beobachten, wie der Atem in uns einströmt. Wie es unser Brustbein hebt und senkt. Und wie wir mit jedem Atemzug spüren, dass wir etwas tiefer auf unserer Unterlage einsinken oder auch uns gegen den Stuhl sich der Druck leicht verstärkt. Wenn ich akzeptiere,
bin ich aktiv und handlungsfähig. Ich akzeptiere mit jedem einzelnen Atemzug, das Leben mich erfüllt. Ich akzeptiere mit jedem Ausatmen, dass Luft, Atem, Lebenshauch mich verlässt. Die Akzeptanz ist etwas, was zu mir gehört. Atemzug um Atemzug. Ein Annehmen Aufnehmen des Atems und Abgeben des Atems. Indem ich annehme und akzeptiere, höre ich auf, eine Bedingung zu stellen, sondern ich nehme auf, was das Leben mir schenkt, mit dem Einatmen und gebe an das Leben den Atem zurück. Beobachte, wie dein Atem ganz aufmerksam in deinen Körper einströmt. Wo in deinem Rücken, wo in deinen Beinen, dein Unterschenkeln und Füßen kannst du deinen Atem spüren. Wo in deinem Leben kannst du Raum geben? Um anzunehmen, zu akzeptieren um neue Möglichkeiten, neue Wege zu erkennen. Die Akzeptanz liegt im Augenblick des Ereignisses. Ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam beobachte ich diesen einen Atemzug.
Was wäre, wenn mich das, was mich gerade noch in meinem Leben gestört hat, was ich gerade eben noch ablehnte, noch bekämpfte, was wäre, wenn? Ich dieses Annehmen, Aufnehmen, akzeptieren würde. Und wenn das mir genau die Möglichkeit, den Raum erschaffen würde, den ich mir wünsche. Was wäre, wenn ich genau dadurch das bekommen würde, was mir fehlt? Der erholsame Tag im Bett. Die Sicherheit meines Lebens. Die Fürsorge, die ich mir wünsche. Die Freiheit, die ich suche. Was wäre, wenn? Das, was mir schwer fällt, anzunehmen und zu akzeptieren. Was wäre, wenn ich dadurch die Wandlung, die Erfüllung oder die Chance in meinem Leben finden würde, die ich mir wünsche? Und so wie der Atem in dich ein- und ausströmt, kannst du dir heute oder morgen immer dann die Frage stellen, was wäre, wenn? Wenn etwas in deinem Leben stattfindet, was dir schwerfällt, anzunehmen. Was wäre, wenn? Ich genau dadurch lernen würde, mich selbst zu verstehen. Was wäre, wenn ich dadurch lernen würde, was mir wirklich gut tut?
Was wäre, wenn ich dadurch eine Kraft, eine Unterstützung finden würde, die ich momentan für mein Leben brauche? Was wäre, wenn ich genau dadurch das in meinem Leben vermeiden würde oder könnte, was meine Aufgabe ist oder mein Weg? Und du kannst dann mit diesen Gedanken von was wäre, wenn in deiner Zeit aus dieser Meditation gehen, einschlafen und auch einfach dein Unterbewusstsein mit auf diese Reise schicken. Ich danke dir wieder für dieses offene, tiefe und sehr, sehr besondere Gespräch. Wo jeder für sich vielleicht sein kleines Was wäre, wenn findet. Dankeschön.